Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich das machen werde. Wir schauen uns das einfach mal an. Neu rausgekommen, der Farmexperte 2017. Nicht zu verwechseln mit Farming Simulator 2017, der ja erst im Oktober erscheint. So, was haben wir hier? Landwirtschaftliches Lager. In diesem Gebäudelager der Spieler Dünger, okay. Wir sind gerade auf freiem, auf Freispiel, nicht auf dem Karrieremodus. Haben hier einen schönen Hänger schon. Da vorne war unser Trecker. Wir schauen uns das einfach mal ein bisschen an, hier unseren Hof. Das Spiel ist erst heute am Freitag ist das jetzt, wo ich das aufnehme. Am 2.9. rausgekommen. Ja. Sieht soweit gar nicht so schlecht aus. Wir spielen übrigens alles auf Ultra, deswegen, ne? Ja, Gras kann man sich angucken. So, kann ich ja springen? Jawohl. Ich bin Ameisenspringer. Ich kann über ein Grasbüschel drüber springen. Was aber gar nicht so unrealistisch ist, muss man sagen. So, wer haben wir das? Die Map heißt Ruhiges Eck oder so irgendwie. Ist das hier irgendwo? Auf jeden Fall, wir sind hier. Ne? Da, alter Schwede. Wir sehen Eigentümer, sie, Fettbreit, Klasse A, Boden. Gepflügt, 0. Ach du heilige Scheiße. Schutz vor Unkraut. Oh. Man gibt ja einige Sachen, die man beachten kann. Beachten muss. Vielmehr. Bei der Bodenbearbeitung. Was halt so im Landwirtschaftssimulator noch nicht ganz so drin ist. Aber mit dem 17er ja auf jeden Fall kommend. Zwischenzeit. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum. Ne? Wir haben ja Zeit. Du hast Zeit, hast halt nichts vor. Kannst ja mal was machen, oder? So. Wir sehen, der Boden sieht ganz in Ordnung aus. Ja, kann man mal machen, ne? Das Geile daran ist 3D-Boden. Das heißt, er ist dynamisch. Das heißt, du fährst mit dem Trecker rein und dann ziehst du richtig Spuren rein. Das ist extrem geil. Also, so wurde es halt im Trailer gesagt. Mal schauen, ob es wirklich so ist. Hier, schöne Sonnenblumen. Kannst du mal dran schnuppern. Geil! Ach ja, ich springe ja nur 3 cm hoch. So, was ist das? Ah, Feldeinfahrt. Ah, ja. Sieht schon... Ja, ich will das nicht kaufen. Ich wollte mir das angucken. Es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich denke mal, wir schnappen uns erstmal Gerätschaften und düsen mal los, weh? Düsen mal los. Ich weiß gar nicht, wir würden jetzt... Ich glaube, ich mache von rechts. Tatsache. Ha, siehste. Ich bin ein Genie. So, die Icons verschwinden auch nicht, die bleiben irgendwie, oder? Ja, ich weiß doch. Geh weg. Ja, gut. Naja. Dann bleiben halt die Icons da. Geh so auf. Nein. Da war doch gerade. Okay, das ist cool. Ah. Wer mauert denn so? Wer mauert denn so und lässt da... Ja. Ich sag da nichts dazu. Wir sehen, hier ist noch nicht wirklich was drin. In dem Häusler hier. Kriegen wir das auch? Das kriegen wir auch auf. Geil. Sieht aus wie eine Werkstatt hier drin. Okay. Schauen wir ganz kurz. Wir haben nämlich... Können wir... Ja, wir können auch wieder wie beim... Farmexperte 2016 Sachen kaufen. Zum Beispiel.
Eine Haustankstelle, Autowaschanlage, Gehege, Kuhstall, dadadadad. Einiges auf jeden Fall. So, machen wir wieder zu. Gibt kein Geräusch, naja, schade. Aber muss ja nicht unbedingt. So, wir steigen mal ein. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ach du Heilige, warte mal ganz kurz. Jetzt ist mir gerade mal was aufgefallen. Das siehst du ja gar. Scheiß, die Wand an. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Das habe ich ja. Ach du Heilige. Kanüle. Wow, wie das aussieht. So. Das ist aber arg komisch. So, ich hoffe, das passt jetzt so. Ah, nicht ganz. Ah, pass mal auf. So. Ziehen wir das noch ein bisschen nach runter. Schieben das noch ein bisschen. So, ich glaube, so müsste passen. Scheiße, war die ganze Zeit die falsche Bildeinstellung bei OBS. Naja. Kannst du ja nicht wissen. Oder? Hast du es gewusst? Sag's nicht. Du hast es nicht gewusst. Ich sehe das. So. Okay. Ich bewege mich vorwärts. Okay, es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Er schliert ein bisschen nach. Ich gucke mir das Ganze mal von außen an. Ja, nee, kannst du machen. Wir haben wieder unseren Müllmann-Anzug an. Okay. So. Das bewegt sich alles. A1. Können wir hochschalten oder ist das Stufen? Wir können hochschalten. Sehr schön. So, ich schalte mal auf die 6 einfach mal. So. Raum. Starten Sie den Motor. Wie starte ich den Motor? Ah. Raum. Was? Raum. Warte, ich gehe meinen Raum. Tschö. So, pass mal auf. Ich mache das mal ganz kurz hier auf. Enter. Ja, man darf sich manchmal nicht fragen. Das Spiel bleibt ab und zu hängen. Aber das hat das 16 auch schon gehabt. Ich weiß nicht, woran das liegt einfach. Das ist komisch. So. Das ist ein bisschen arg leise, kann das sein? So, wir machen hier mal ein bisschen lauter. So. Geil. Guck dir das mal an. Das bewegt sich. Das finde ich geil. So, pass mal auf. Geil. Pass mal auf. Ich fahre jetzt mal rückwärts. So. Siehst du, das bewegt sich auch. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Wir fahren einfach mal los. So. Mama, ob da. Kalege. Das ist schon ein bisschen arg laut. Aber die Musik ist gut, finde ich gut. So, pass mal auf, ich gehe mal hier. Na gut, hier außen ist halt natürlich viel lauter.
Da liegt eine Leiter, okay. Sieht schon cool aus. Spiel übrigens mit Maus und Tastatur nur. Damit man weiß, es sieht einfach nur ein bisschen hakelig aus. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen, wo unsere Geräte stehen. Ich schau mal auf der Map. Pestmappe. Der Himmel fällt, müssen links und dann nochmal links. Und dann schauen wir mal, wie das Feld so aussieht, ob das geerntet ist, ob es was auch immer. Ne? Weiß er nicht. Tachoanzeige funktioniert auch. Haben auch animiert. Sehr schön. So, ich schau mal links, ist unser Feld. So. Huch, da kommt wieder der Nachlader. Ich weiß nicht, was da los ist. Das sieht noch schön abgeerntet aus. Das heißt, wir können da erstmal wieder drüber juckeln. Aha, ja, mal schöne Unterstände, auch nicht schlecht. So, ich gehe mal ganz kurz in die Ansicht. Er fragt mich, wo unsere Geräte stehen. Das muss ich ja schon mal sagen. So, steig mal aus. Das hat vielleicht den Motor ausmachen, wa? So. Was ist hier drin? Ah! Ah! Krieg ich das auf? Jawohl, so läuft doch die Geschichte hier. Hier haben wir einen schönen Flug. Hier haben wir einen Gruber. Und ich muss von der anderen Seite hin. Na toll. Die machen jetzt ein Geräusch. Okay, cool. Vielleicht habe ich es vorher einfach nicht gehört, weil es so leise war. Kann auch sein. So, wir fahren einfach mal von der anderen Seite hin. Mit unserem Landini-Dragger. Wow. Der bremst ein bisschen arg abrupt. Oh ja, aber kann man sich dran gewöhnen. So, pass mal auf. Jetzt muss ich tatsächlich noch das andere Tor aufmachen. Du willst mich doch verarschen. Ja, pass mal auf. Stirb. So, mach up. Das kannst du zumachen. Das mach auch mal zu. So. Scheiße, das war zu weit. Zack. Nice. So. So, und jetzt sieht man gleich, glaube ich, den schönen dynamischen Boden, hoffe ich mal, dass man das gleich sieht. Wir fangen jetzt einfach mal hier an zu pflügen. Wir fahren nochmal das runter machen. Mit R. Alles klar. Feuer, Zug, da war los, du. Das sieht man wunderschön. Da wunderschön dynamisch.
schönen dynamischen 3D-Boden. Hier außen merkt man es auch ein bisschen. Cool. Auf jeden Fall sehr cool, cool. Sehr cool, cool. Ja, riesig nicht. Huch. So, drehen wir mal den Flug rum. Winter mit dem Ding. Ja, so ist das doch schon. Nase kratzen, Entschuldigung. So ist das doch wunderschön, Alter. Ganz ehrlich, so würde ich nichts gegen LS, das ist wunderschön, aber so würde ich mir das mal wünschen, dass es in LS funktioniert. So einen coolen Boden und alles, das würde ich mir ehrlich mal wünschen. Wir sind aber drehen leicht durch mit unseren Reifen. Dann schalten wir einfach mal einen Gang runter. Ja, yeah, nachladen. What the fuck? Wir nehmen mal den A-Gang, also den langsamsten. So. Ja, warte, da schalte ich mal ganz kurz dann in den sechsten. Ja, ich glaube, das dürfte so passen. Stipp. Na. Jetzt. So. Wunderschön. Wir müssen nochmal von innen angucken. Na geil, von der Außenkamera. Ist auch nicht schlecht. So, kann man direkt mal. Wunderschön grün Screenshot machen. Fürs Folgenbild. So. Kann ich auch mal hier rein in die Innenperspektive gehen, weil er ist nicht so laut, so ganz laut. Ach, huch. Und wieder ein Nachlader. Wie gesagt, falls ihr Tipps habt, wie man das beheben könnte, ne, gerne in die Kommentare. Das ist ja wunderschön. So. Scheiß Pieps, oder? So. Die Musik ist, na, kann man sich anhören, kann man sich geben. Nandini 675, sind das PS-Anzahlen? Können das sein? Ich verstehe es nicht, sorry. Aber muss auch sagen, das Spiel ist gerade erst rausgekommen, deswegen anfängliche Bugs ist ganz zu verzeihen. Man erinnert sich da gerne an andere Spiele noch.
Wunderschön.